Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Ausgabe von den schwedischen Stories. Ich bin der Captain und wir sind in Runde 18 und dieses Mal gibt es wieder, weil ich die Woche über natürlich wieder mal mit der Arbeit unterwegs war, ein 3-Runden-Special. Wir fangen mit Runde 18 an und gucken doch gleich mal, was uns so passiert ist. Ihr seid ins Land Ragusa eingedrungen. Ja, und da ist mir auch gleich ein Fehler passiert. Ich habe nämlich vergessen, Schutzversprechen zu geben. Wodurch ich ja jetzt erstmal eine Weile wieder diesen Zorn loswerden muss. Minus 6. Und so werden wir erstmal diesen Speer aus dem Gebiet von Ragusa bewegen. Und wir sehen hier jetzt schon, Prag ist daneben. Zack. Und kriegen nochmal 15 Gold, haben jetzt 72 Gold damit. Und bei Prag machen wir das Spielchen nicht gleich verkehrt, sondern sagen Schutzversprechen. Denn ich sehe ja auch, die Schutzversprechen sind wichtig, gerade am Anfang, um andere Leute daran zu hindern, Tribut zu verlangen. Minus 20 hat nämlich der Stadtstaat dann mehr. Okay, also, und was machen wir sonst noch hier so? Wir gucken mal auf die Ereignisse, nee, auf die Demografie, meine ich. Da steht in dieser Runde weiterhin, meine ich, ja, immer noch Inka mit 10 Produktion. 13 Nahrung hat jemand anders jetzt inzwischen. Und militärisch steht auch irgendjemand anders auf, ja, ganz knapp vor mir. Muss also noch ordentlich viel mehr Geld haben. Alles noch relativ dicht beisammen. Ja, was ist sonst so? Wir sehen... Achso, Moment, wir werten nochmal gerade aus. Mit 6 Produktion und mit 8 Nahrung liege ich, naja... Ich würde sagen, schon weiter zurück, ne? Ich habe auch am wenigsten Punkte von allen. Deutlich am wenigsten. 36 zu 41 zu 53 sogar, also... Da sind einige doch schon besser abgegangen mit Technologien, mit Sozialpolitiken und natürlich auch mit Bevölkerung. Denn wenn ich die Demografie angucke, haben doch schon 4 andere eine Viererstadt. 4 andere, wer ist das? Das ist hier einmal unser guter Mambokurt. Und dann hat auch noch Indien eine Viererstadt. Ich glaube auch noch, jetzt müsste ich mal nachrechnen. Einer von denen hier auf jeden Fall. Ich glaube, General Julius und Tech Rebel, die waren das, glaube ich. Und Banana Joe hat auch eine Viererstadt. Also, da haben wir doch unsere 4 Leute schon zusammen. Gut. Wir verfolgen aber weiterhin hier unseren Plan. Wir forschen. Wir forschen mal nochmal eine Runde Bergbau. Denn ich möchte ein bisschen Ermäßigung bei Segeln bekommen. Und da Marrakesch hier auch am See liegt, werden die höchstwahrscheinlich auch Segeln erforschen. Oder am Wasser liegt, werden die auch Segeln erforschen. Joa, gleichzeitig, was haben wir hier? Kann man das umstellen schon? Nee, kann man nicht umstellen. Laut Plan muss das so bleiben. Ja, und damit geben wir schon ab in Runde 19. Und in Runde 19 haben wir erstmal die Möglichkeit, eine Sozialpolitik endlich einzuführen. Wir haben jetzt 21 Kultur, 20 brauchen wir für die Sozialpolitik. Wir nehmen die Republik eine Produktion mehr. Die Produktion kann ich gebrauchen und wir sind dann nur noch 10 Runden vom Freisiedler, vom kostenlosen Siedler entfernt. Mit 4, ja. 10 Runden heißt Runde 129, Runde 29, wo es dann den Freisiedler gibt. Und der Freisiedler möge dann auf diese Position hier gehen, auf diesen Hügel. Ist er schwieriger quasi die Stadt einzunehmen, hat eine Produktion mehr. Der Hügel ist sowieso sonst nur für eine Mine gut. Produktion habe ich hier sowieso genug, weil die Pferde hier nochmal ordentlich Produktion geben. Nahrung, 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 Nahrung. Produktion, Nahrung, Produktion. Und da kann man auch noch eine Farm draufsetzen. So. Irgendwo ist vielleicht auch noch Eisen. Müssen wir mal gucken. Dieses Feld wird dann quasi nutzlos werden, aber das ist dann auch egal. Ein Wüstenfeld hier nutzlos. Hauptsache, er kann auch noch mal auf den Fisch und auf diesen Fisch irgendwie noch mal zugreifen.
Dann kriegt er nämlich auch nochmal die Seefelder. Brauche ich aber am Anfang jedenfalls nicht. Deswegen Leuchte brauche ich hier nicht zwingend. Was hier natürlich sinnvoll wäre, wäre hier die Petra zu bauen. Ja, muss mal gucken. Petra wäre nämlich effizient und zwar auf diesen ganzen Hügelfeldern hier. Ist das Schwemmland? Ne, da nicht. Auf dem Feld ist das Schwemmland. Ja, also auf diesen ganzen Hügelfeldern und auf dem Feld auch. Also hätte schon eine ganze Menge Felder, die für die Petra sprechen. Müsste ich mal irgendwann mal mit zu Ronaldo bzw. mit Admiral G sprechen. Ob der mir die Petra nicht doch irgendwann überlässt. Denn er hat ja hier eigentlich nur Schwemmland und einen Hügelsee hier. Und hier habe ich noch einen anderen Wüstenhügel. So, 3, 4, okay, 1, 2, 3 Felder sehe ich, die davon betroffen sind. Wenn das wirklich macht, naja gut, okay. Hat er Produktion in den Wind gesetzt, würde ich sagen. Wir ziehen mit unserem Krieger weiter und sehen, hier oben ist ein See. Bananen sind auch schön hier, also auch schon ein schöner Platz hier. Also müssen wir mal gucken, was hier oben vielleicht noch ist. Mit der Kuh. Vielleicht könnte man hier an den See was setzen. Der See wäre nämlich auch gut. Hätte man vielleicht da oben noch die Schafe. Hier jede Menge Dschungel. Ein überlappend mit ein paar Feldern hier, die... Okay, 1, 2, 3. Direkt in den Dschungel. Die Bananen kriegt man nicht. Schade. Okay. Gut, oder hier drüben, weil hier, das scheint hier um die Ecke zu gehen, dann könnte man die Seefelder sogar auch noch als Kampffelder benutzen für Schiffe. Naja, wir werden sehen, ob das hier richtig ist oder vielleicht hier drüben was richtig ist. Gut, was haben wir gehen? Eine unbekannte Zivilisation hat ein Götterpantheon verehrt. Das ist schade, weil ich habe jetzt 12 Glauben gehabt. Hätte jetzt auch ein Pantheon kriegen können. Jetzt war jemand anders schneller bei mir, bei 12, ne? Sie haben plus 2 von Steinbrüchen gewählt. Gut. Also, 2 von Steinbrüchen mache ich mir eher wenig Gedanken, weil dann bedeutet das nämlich, der Steinbruch muss erstmal erstellt werden. Das dauert schon mal 4-5 Runden. Bautrupp hat auch eigentlich so gut wie noch niemand so schnell, weil das ist, also ich bin mit dem Bautrupp vor dem Nahrungslager. Die meisten nehmen das Nahrungslager vorher. Ich habe den Bautrupp jetzt zuerst gemacht, weil ich jetzt ja erst die Republik gekriegt habe. Und wenn man mal guckt, damit kriegt man nämlich immer noch so einen halben Produktionspunkt noch dazu durch diesen Reichsmodifikator für Gebäude. Deswegen interessant hier den Bautrupp zuerst zu bauen. Sonst hätte ich nachher jetzt gar keine Gebäude mehr gehabt zum Bauen. So, wir schwenken jetzt aber auch mal hier in der Produktion um. Nämlich auf in der Feldbelegung, nämlich auf Nahrung, damit wir in 2 Runden wachsen. Bautrupp wird dann trotzdem in 3 Runden sein, denn ich kriege in 2 Runden ja was dazu. 5 momentan, dann wäre er bei 35. Und nächste Runde gibt es 7 und dann habe ich nochmal 7, weil dieses Feld wieder dazu kommt. Okay, und dann sollte ich in welcher Runde denn? 20, 21, 22... 22, in Runde 22, nee, in Runde 23 sollte ich dann auch endlich mein Pantheon gründen können. Wieder mal viel zu spät. Gut, Bergbau. Bergbau werden wir jetzt umstellen auf Segeln. Ich habe lang genug gewartet. Wenn ich noch länger warte, geht mein Plan flöten. Nämlich, dass ich Segeln und Optik mache. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich den Leuchtturm einzeln baue oder ob ich doch den großen Leuchtturm nehme. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich hier an die Leuchttürme komme, denn siehe bei der Hauptstadt 1, 2, 3 gute Felder dafür und ansonsten habe ich ja keine Produktion hier in der Hauptstadt. Nur das und das und das. Ja, und das war es dann auch schon mit Produktion. Die Hügel hier müsste ich, die Wälder hier müsste ich vielleicht sogar noch abroden für den Leuchtturm. Mal gucken. Was wir machen, werden wir dann sehen. Ja, punktemäßig bin ich immer noch Letzter und ja, demografiemäßig hat noch ein weiterer, nee, noch 2 weitere haben jetzt eine Viererstadt. Da bin ich jetzt auch fast Letzter. Ich muss sehen, dass ich meine Viererstadt kriege. 5 Produktion bin ich auch Letzter. Oh, Nahrung bin ich aber immerhin auf Platz 4 vorgerückt. Ja, so sieht's aus. Und militärisch. Oh, ich bin militärisch Erster. Gut. Ja, andere haben wohl Geld ausgegeben. Ja. Könnte natürlich auch dieses Feld da kaufen wahrscheinlich mit den
Ja, hier mit den Pferden hätte ich nämlich ein +3er-Feld, nämlich auch hier gleich. Anstatt +2 ein +3er-Feld, immer wenn ein Wachstum kommt. Na, habe ich jetzt nicht gemacht. Naja, werden wir dann sehen. Vielleicht wird es als nächstes eingemeindet. Gut. Achso, ich habe noch eine Einheit zu ziehen. Ja, hier oben den Speer. 1, 2, ziehen wir hier weiter. Gut, mehr gibt's nicht. Und damit begeben wir uns in Runde 20. Und im Durchklicken der Runde habe ich schon gemerkt, Marokko hat auch Fischen erforscht. Wir gucken, Segeln erforscht. Deswegen kostet es nur noch 40. 41 hat es mich also gekostet. 40 würde es jetzt noch die anderen kosten, die mit mir bekannt sind. Einen quasi gespart. Gut, den einen, da sieht man ihn, Fortschritt 1, geben wir jetzt quasi in Optik rein und können Optik in 11 Runden erforschen. Und wahrscheinlich wird das alles ein bisschen schneller gehen, weil ich jetzt ja auch demnächst dann 4 Bevölkerungspunkte habe. Eine Runde noch bis zur bis zum Bevölkerungswachstum. Wo stehen wir im Vergleich zu den anderen? Wir stehen immer noch auf Platz 6 bei der Bevölkerung, denn die anderen haben 5 Stück haben eine Viererstadt schon. Und ganz erstaunlich, Mambokurt hat jetzt 18 Nahrung, okay. Wohl deutlich in der Produktion runtergesetzt und auch geldmäßig runtergesetzt. Ja, der will wohl jetzt mal ordentlich wachsen die nächste Zeit. Warum er jetzt die ganze Zeit das anders belegt hat. Ah, okay, ich glaube, er hat einen Siedler gebaut. Er ist ein Traditionsspieler, beziehungsweise ich würde mal sagen, nicht ein Traditionsspieler. Er hat auf Tradition gesetzt, genauso wie Marokko. Und ja, da muss man ja die Siedler, den ersten Siedler auch schon frühzeitig selber bauen. Und das bedeutet, er hat ihn gebaut und ich vermute mal, er wird ganz schnell hier diesen Berg hier einverleiben, sich einverleiben. Weil diese 10 Geld, die sind schon sehr verlockend, gerade in der Frühphase. Da kann man nämlich so einiges sparen, zum Beispiel mal eine Karawane oder einen Frachter bauen. So hat er dann quasi gleich 10 Geld. Mal gucken, wie das so wird. Wir ziehen mal erstmal weiter unseren Krieger. Ja, der kann da aufdecken und man sieht hier schon, ah, Küste, hier geht es drumherum weiter. Kann ich nächste Runde mal aufdecken hier, was so am Wasser so alles ist. Zu gucken, vielleicht ist ja hier irgendwo ein schöner Platz, ob das geht, da oben vielleicht auch geht. Da hinten irgendwie was geht noch, mal schauen. Okay, ja, ich bin in Prag eingedrungen, ja. Und dann wollen wir den auch gleich weiterziehen, so. Und hier hinten ist noch Wüste, okay. Bin mal gespannt, ob sich hier Marokko mit Mambokurt hier entsprechend geeinigt hat, wegen der Position hier an dem Berg. Ist ja wirklich relativ nah. 1, 2, 3 Felder, 4 Felder muss dahin. Oder 1, 2, 3, dahin, da oder da. Irgendwie hier wird er wahrscheinlich gründen. Okay. Gut, was gibt's sonst Neues? Gibt eigentlich sonst nichts Neues. Doch, Forschen. Ja, natürlich. Forschen gibt es auch was Neues. In der Zwischenzeit hat Mambokurt hat Bergbau erforscht gehabt schon und hat in der letzten Zeit dann auch Bronzeverarbeitung erforscht und sollte jetzt auch Eisen sehen. Ich nehme an, dann wird er sich so drehen und wenden, dass er Eisen quasi auch bald benutzen kann. Und das Interessante, Speerkämpfer werden dann auch demnächst irgendwann von Barbarenlager ausgebildet. Ich habe ja ein Barbarenlager hier, das ist Gott sei Dank weit weg. Andere Barbarenlager habe ich noch nicht gesehen. Das Meer schützt mich da entsprechend auch gut. Da kommen wenigstens keine Einheiten rüber. Und hier ist auch etwas schwierig. Also ich sag mal, wenn dieses Lager Genf angreift oder Kapstadt angreift oder hier Marrakesch angreift, dann bin ich zufrieden. Und ich kann hier in aller Ruhe weiter expandieren. Dann 3 Städte ganz schnell und dann werden die Barbaren auch gar nicht ins Inland vordrücken können. Ja, Demografie hatte ich ja schon gezeigt. Ja, und damit sind wir am Ende von Runde 20 und am Ende von diesen schwedischen Stories. Runde 21 und weiter wird es dann demnächst geben, wenn es hier weitergeht bei den schwedischen Stories. Bis zum nächsten Mal.